Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im letzten Teil der Vorlesung wollen wir uns die am weitesten verbreitete Entwicklungsmethode angucken. Das ist das Scrum-Modell. Und zwar ist das noch nicht lange der Fall. Scrum gibt es auch noch gar nicht so lange. Aber in den letzten Jahren hat es sich entwickelt zu der Technik, mit der heute die meiste Software entwickelt wird. Scrum ist eine von mehreren Techniken. Wir haben schon das Wasserfallmodell und das V-Modell uns angesehen, die beide eher einem Plan folgen, für große Softwareprojekte geeignet sind. Und wir werden sehen, dass Scrum eher was ist für kleinere Software oder für Änderungen an Software. Scrum folgt der Idee der agilen Entwicklung, das heißt eine inkrementelle Entwicklung in irgendwie klein gearteten kleinen Schritten. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Was ist die Motivation für diese sogenannte agile Entwicklung? Wir werden gleich noch ein bisschen genauer verstehen, was wir mit dieser Agilität eigentlich meinen. Die Idee ist, dass sämtliche Geschäftsprozesse inzwischen global funktionieren und in einer sich stetig und immer schneller werdenden, ändernden Umgebung befindet und Software in den meisten Geschäftsbereichen tatsächlich gebraucht wird und deswegen Software sehr schnell entwickelt werden muss, damit man auf dem Markt erfolgreich sein kann. Und so ist es auch zu begründen, dass viel von diesem Druck auf dem Markt, dass der dazu geführt hat, dass man sich neue Konzepte überlegt hat und gesagt hat, okay, also Wasserfallmodell, V-Modell oder die ganzen anderen, die vorher da waren, die funktionieren jetzt nicht mehr. Wir wollen die Sachen schnell entwickeln. Wir müssen nach 1 oder 2 Wochen, müssen wir vielleicht schon irgendwas veröffentlichen können von der Software. Was auch ein Punkt ist, den man als Motivation mit anführen kann, ist, dass es häufig unmöglich ist, eine große oder die Gesamtheit aller Anforderungen aufzustellen und alles vorher irgendwie zu planen und zu wissen und dass die auch gar nicht so stabil sind. Ja, das zieht ein bisschen auf diese ständigen Änderungen. Das kann sein, dass es sich wirklich, so wie wir das jetzt auch in der Corona-Pandemie sehen, dass es einfach eine völlig andere Umgebung, Arbeitsumgebung plötzlich gibt. Und dass das natürlich auch mit Software unterstützt werden muss und dass die Software als auch neue Sachen, neue Herausforderungen erfüllen muss. Aber das meint auch so Sachen, dass man mit einem anderen Unternehmen zusammenarbeitet und darin gibt es vielleicht eine neue Leitung, eine neue Persönlichkeit und damit sich auch wieder Änderungen ergeben. Wir haben stetige Änderungen um uns drum herum und dadurch fällt sowas wie ein eben Plan- oder dokumentgetriebener Ansatz wie eben Wasserfall- oder V-Modell kommt es eben für viele Anwendungsfälle eben nicht in Frage, wo wir eben deutlich agiler und schneller agieren müssen. Das soweit zur Motivation. Und was sind jetzt eigentlich diese agilen Methoden? Agile Methoden wurden entwickelt kurz vor der Jahrtausendwende, nämlich so Ende der 90er Jahre. Und das spiegelt sich auch wieder in dem V-Modell, wovon es 1997 nochmal ein Update gab, wo es auch schon die inkrementelle Entwicklung drin gab. Das heißt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich jetzt über das V-Modell spreche, dann in der ursprünglichen Fassung von 1992, wo eben Inkrementalität noch nicht vorgesehen war. Spezifikation, Design, Implementierung sind alles irgendwie Aktivitäten, die passieren müssen. Allerdings ist hier bei agilen Methoden die Idee, dass man die irgendwie ineinander mischt, dass man erlaubt, dass man wechselt zwischen diesen Phasen, dass man da hin und her geht. Was wir auch machen wollen, ist Systeme oder ein System als Änderung an einem ursprünglichen System zu beschreiben. Das heißt, wir wollen jedes Inkrement, jeden Zwischenschritt, den wollen wir einzeln festhalten und einzeln evaluieren. Das heißt, der Kunde wird schon früh eingebunden und kann auch nach 2 Wochen schon Teile von der Software ausprobieren oder eben in Grundzügen die Software schon ausprobieren. Und eine grundlegende Voraussetzung ist tatsächlich gute Werkzeugunterstützung. Es gibt viel von dem, was diese agilen Methoden vorschlagen, was ohne Werkzeugunterstützung kaum denkbar ist. Das heißt, es hat viel mit Werkzeugen zu tun. Wir haben ein paar Werkzeuge schon kennengelernt in der Implementierungsvorlesung und werden heute so am Rande immer mal von einem anderen Werkzeug vielleicht noch hören. Gut, diese agile Softwareentwicklung hat, das hatte ich schon gesagt, um die Jahrtausendwende irgendwie so einen plötzlichen Boom erlebt. Also kurz vor Jahrtausendwende wurden sozusagen immer mehr agile Methoden entwickelt.
Und die Experten, die diese Methoden entwickelt haben, die haben sich zum Skifahren getroffen in Utah, in einem Skigebiet. Und sie haben da offensichtlich sind nicht nur Ski gefahren und haben gegessen, wie man nachlesen kann auf der Webseite, die hier auch verlinkt ist, sondern sie haben sich über Softwareentwicklung unterhalten. Und allen war gemein, und das war auch Ziel dieser Zusammenkunft, dass sie irgendwie ein Problem sehen mit der traditionellen Softwareentwicklung und dass sie Sachen deutlich agiler entwickeln wollten. Worin sie sich bis dahin nicht einig waren, ist, wie diese agile Entwicklung aussehen soll. Jeder hat aus der Praxis unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und hat eigene agile Modelle vorgeschlagen. Und ab dem Zeitpunkt war es jetzt der Startpunkt sozusagen für ein gemeinsames Voran. Und da haben sie ein Manifest entwickelt, und dieses Manifest, wie das so ist bei Manifesten, was wir auch in der Historie in anderen Bereichen irgendwie sehen, es tut sich eine kleine Minderheit zusammen, die sagt, das geht nicht mehr so weiter, wir wollen einen radikalen Wechsel haben und wir wollen, dass sich was ändert, und die haben das Manifest eben als Ergebnis der Tagung beschlossen, und so wie das Pariser Klimaschutzabkommen zentral ist für die Umwelt und für die Politik in Sachen Umwelt, so ist eben für die Softwareentwicklung das Agile Manifest ein deutlicher Meilenstein gewesen. Und da muss man den Personen das lassen, die haben es offensichtlich auch gut verkauft, ja, einfach zum Skifahren treffen, und danach kommt da auch noch sowas raus. Das Manifest auf der Webseite nachzulesen enthält wortwörtlich den folgenden Wortlaut, den ich jetzt kurz zitieren möchte. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to do it. Through this work we have to come to value. Und jetzt kommen eine Reihe von Eigenschaften, die Sie quasi wichtiger finden als andere. Ja, das ist sozusagen erstmal noch relativ allgemein. Sie sagen nicht, dass manche Eigenschaften man die gar nicht braucht oder die unwichtig sind. Sie sagen nur, dass die wichtiger sind als andere. Und der Eingangssatz, der verrät uns also, die haben alle Erfahrungen gesammelt, wie man Software entwickelt, und sie wollen dieses Wissen mit anderen teilen und denen quasi was davon abgeben. Individuals and interactions over processes and tools. Tatsächlich ist einiges von dem, was wir jetzt beim Wasserfall und beim V-Modell gesehen haben, ist, es gibt so einen großen Prozess, und dem Prozess folgen wir jetzt, und alles muss sich diesem Prozess unterordnen. Und die Überlegung bei der agilen Entwicklung ist, nee, muss ich nicht. Ich habe Individuen, das sind Menschen, die irgendwie an diesem Entwicklungsprozess teilhaben. Das können Entwickler sein, aber auch Tester oder andere Personen. Und die müssen irgendwie interagieren, die müssen untereinander kommunizieren. Und das ist deutlich wichtiger als der tatsächliche Prozess oder die Werkzeuge. Ja, natürlich brauchen wir irgendeinen Prozess, wir brauchen auch irgendwelche Werkzeuge. Aber wichtiger ist, dass wir einzelne Personen und deren Kommunikation in Augenschein nehmen. So ähnlich gibt es das mit folgendem Statement: Working software over comprehensive documentation. Mit anderen Worten, was nützt mir eine super Dokumentation, wenn die Software nicht funktioniert oder nicht das macht, was ich haben will? Das heißt nicht, dass man keine Dokumentation braucht. Ja, die Dokumentation kann man zusätzlich entwickeln, kann man nebenher entwickeln, aber es nützt nichts, wenn ich nach 2 Jahren Entwicklung zwar eine vollständige Dokumentation habe, aber eben nicht die Software. Customer Collaboration over Contract Negotiation. Und das ist wahrscheinlich der radikalste Ansatz von diesem agilen Manifest, weil natürlich ist es so, wenn ich Software beauftrage, dann gibt es da irgendeinen Vertrag und der wird unterschrieben und der muss sich natürlich auf irgendwas beziehen, was jetzt entwickelt werden soll. Und das ist der größte Schritt eigentlich, nicht mehr zu sagen, vorher festzulegen, ich möchte in 2 Jahren folgende Software haben, sondern zu sagen, ich bezahle die Entwickler jetzt einfach für einen Monat und dann gucken wir einfach, was passiert, ob da was rauskommt, mit dem ich was anfangen kann. Und das ist sozusagen die Idee, dass der Kunde mit den eigentlichen Entwicklern oder mit der beauftragten Firma, dass die quasi gut zusammenarbeiten, ist wichtiger
als Verträge oder was in Verträgen steht. Natürlich muss dafür der Vertrag auch so gestaltet sein, dass das Ganze funktioniert. Deswegen das Beispiel, man zahlt halt in diesen agilen Modellen häufig so, dass man sagt, ich bezahle euch die Entwickler so und so lange und wenn wir damit gute Erfahrungen machen, dann führen wir das fort und wenn nicht, dann suche ich mir eine neue Firma. Responding to change over following a plan. Und das ist sozusagen der Kern von diesem inkrementellen und auf Änderungen reagieren. Wir wollen nicht, dass wir nach 2 Jahren irgendwas haben, was wir gar nicht gebrauchen können, weil wir feststellen, die Anforderungen, die wir da in unserem Vertragsdokument hatten, die passen irgendwie gar nicht. Das heißt, wir müssen uns auf Änderungen einstellen und wir müssen irgendwie mit diesen agilen Methoden, mit Änderungen sozusagen als First-Class-Property umgehen können. Das ist die grundlegende Art, wie wir die Software entwickeln. Wir verändern sie. That is, while there is value in the items on the left, we value the items on the right, we value items on the left more. Das heißt, nicht, dass wir diese ganzen Sachen auf der rechten Seite nicht brauchen, aber die Sachen auf der linken Seite sind sozusagen deutlich wichtiger. Und das ist eben der Kern, worauf sich eben diese Personen geeignet haben und dieses Manifest ist, wird jedes Jahr wieder von neuen Personen unterschrieben. Das kann man im Netz auf der Webseite alles nachlesen. Dieses Manifest beinhaltet nicht nur diese Kurzfassung, sondern auch 12 Prinzipien, die also bei jeder agilen Methode irgendwie eingehalten werden sollen. Die sind zum Teil relativ schwammig, sodass alle agilen Methoden da quasi reinpassen. Aber sie geben einem auch nochmal eine andere Perspektive auf agile Softwareentwicklung und was wir damit meinen. Das heißt, das wollen wir uns noch angucken, bevor wir auf eine konkrete Technik drauf gucken. Das erste Prinzip sagt uns, dass das oberste Gebot ist quasi, den Kunden glücklich zu machen. Und zwar, der soll das bekommen, was er eigentlich haben will oder was ihm bei der Wertschöpfung hilft. Man sollte sich darauf einstellen, dass es eben Änderungen an Anforderungen gibt und die nicht als fix und unänderbar als Gesetz hernehmen, sondern man sollte sich darauf einstellen, eben, dass sich Anforderungen eben ändern können über die Zeit. Man sollte häufig die Software wieder ausliefern und den Kunden nutzen lassen. Und das kann reichen von einer Reihe von Wochen bis ein paar Monate. Allerdings ist es so, dass die meisten agilen Methoden eigentlich relativ kurze Zeiträume vorsehen. Und wir werden nachher sehen, dass zum Beispiel Scrum, was wir uns gleich detaillierter angucken, zum Beispiel sagt 2 bis 4 Wochen. Jetzt haben wir ganz viele Akteure und die Akteure müssen alle gut zusammenarbeiten. Insbesondere müssen die Geschäftspersonen, die sonst so Verträge abhandeln und ähnliches und Werbung machen für Softwareprodukte, dass die mit den Entwicklern Hand in Hand arbeiten, aber auch täglich miteinander arbeiten. Dass die sich nicht einfach einmal im Jahr sehen, sondern die müssen wirklich im Projekt zusammenkommen und zusammen daran arbeiten. Wir brauchen motivierte Mitarbeiter und eine Reihe von Sachen, jetzt kann man sagen, die Mitarbeiter müssen schon motiviert ankommen, aber das Gleiche gibt es in Lehrveranstaltungen genauso. In der Lehrveranstaltung muss man sich bemühen, sozusagen zu motivieren für die Themen. Und genauso ist das in der Softwareentwicklung auch. Und es gibt sehr viel, was V-Modell, was das Wasserfallmodell, inwiefern das eben dazu führen kann, dass auch Demotivation eintritt. Und die agilen Methoden, die versuchen zum Beispiel über sehr radikale Einschränkungen zu motivierten Mitarbeitern zu kommen, indem sie zum Beispiel sagen, es gibt eine 40-Stunden-Woche und es werden keine 41 Stunden erarbeitet. Es gibt diese 40-Stunden-Woche. Und wenn ich den Job in der Zeit nicht schaffe, dann muss man eben überlegen, wie man entweder was verbessern kann für die nächste Woche oder wie man sich weniger vornimmt. Aber wir können nicht ständig durch sozusagen Überreizen von unseren Mitarbeitern dafür sorgen, dass wir dauerhaft erfolgreich sind. Face-to-Face-Conversation, das ist was wir jetzt deutlich merken in der Krise, dass das fehlt. Jetzt hier auch mit den Aufzeichnungen, natürlich ist es besser, irgendwie zu interagieren. Wir haben hier ganz konkret die Auflage, dass ich keine Live-Vorlesungen auch nicht online halten darf bei der Größe der Vorlesung. Aber das Gleiche haben wir auch bei der Softwareentwicklung, wo einfach gut ist, wenn sich die Menschen direkt sehen, im gleichen Büro sind
Und das wird interessant sein, was sich da tut. Da wird man sich einige Studien machen können in den nächsten Jahren, wie sich die Softwareentwicklung auch verändert hat seit der Corona-Krise. Funktionierende Software, das hatten wir schon erwähnt, das ist sozusagen nicht nur wichtig, sondern das ist auch die Kenngröße, an der wir messen wollen, ob wir vorankommen und wie gut wir vorankommen. Ja, das kann eben darin resultieren, dass eben der Kunde sagt, ich bin nicht zufrieden, und dann ist das so ein Warnschuss vor dem Bug. Wenn das beim nächsten Mal auch nochmal passiert, dann suche ich mir jemand anders, der das entwickelt. Aber ist sozusagen die Kundenzufriedenheit und wie gut die Software funktioniert, das ist sozusagen das, wie gut wir vorankommen, und eben nicht, ob ich jetzt in Phase 1 oder 2 oder 3 vom Wasserfallmodell bin, was eben wenig Einfluss darauf hat, wie gut die Software eigentlich ist. Sustainable Development, das habe ich eben schon erwähnt, da geht es eben so Sachen, dass wir eben langfristig erfolgreich sein können und nicht auf kurzfristige Profite gucken und gucken, okay, dann überarbeiten sich die Mitarbeiter jetzt mal 2 Wochen, und dafür sind sie aber danach sozusagen raus und mir keine Hilfe mehr. Genau, und dann gibt es verschiedene andere Sachen, gehe ich jetzt ein bisschen kürzer darauf ein. Technical Excellence and Good Design, das heißt, der Entwurf der Software spielt tatsächlich eine Rolle. Es muss nicht nur einfach gut funktionieren, sondern auch intern gut gelöst sein, und dass es sozusagen technisch auf dem aktuellen Stand sein muss. Das ist natürlich insbesondere bei Themen wie Security enorm wichtig, dass das auf dem aktuellen Stand ist und ich nicht ein Protokoll benutze, wo schon bekannt ist, dass das nicht mehr sicher ist. Simplicity, da hatten wir auch schon so ein paar Statements zu. Ja, der Code, der nicht da ist, den kann ich irgendwie besonders gut oder den kann man besonders gut warten und ähnliches. Da werden wir auch noch ein bisschen drauf kommen. Wir versuchen, die Sachen so einfach wie möglich zu lösen, und weil komplex uns dazu führen kann, dass es nachher nur einfach nicht funktioniert. Wir haben Teams, die sich in irgendeiner Form selbst organisieren, möglichst, und das Team wird selber in regelmäßigen Abständen versuchen zu reflektieren, wie es selbst noch erfolgreicher werden kann. Und zwar das Team im Ganzen. Und da kann es eben auch sein, dass man sagt, naja, das Team möchte eine Schulung machen. Ja, man hat irgendwie eine neue Programmiersprache, die möchte man einsetzen. Da macht man eben vorher eine Schulung, und dann sind eben die Teammitglieder irgendwie mal 2 Wochen raus aus dem Tagesgeschäft. Aber dafür können sie danach produktiver arbeiten. Wir kommen jetzt, oder bevor wir zur ersten Technik kommen, agilen Methode, und wir wollen uns eben eine angucken, die eben hauptsächlich eingesetzt wird, gucken wir uns das Thema User Story an. Da sind wir sozusagen thematisch bei den Anforderungen, und die Frage ist, wie halten wir die Anforderungen fest? Wir wollen diese Anforderungen jetzt bei dieser agilen Methode nicht in einem riesigen Dokument festhalten, das keiner komplett überblicken kann, sondern wir wollen die Anforderungen als sogenannte User Stories oder Storycards definieren. Storycard ist ein Begriff, der kommt daher, dass man diese User Stories in einer physischen Entwicklungsumgebung sozusagen auf kleine Karten schreibt, irgendwo an ein Whiteboard heftet und dann hin und her schieben kann und kann sagen, ne, da arbeite ich gerade dran oder das ist in Planung und damit bin ich fertig. Das ist natürlich heute viel abgelöst durch sozusagen virtuelle Prozesse, insbesondere jetzt, wo Entwickler nicht mehr zusammenarbeiten, physisch wegen der Corona-Restriktionen. Was steht jetzt auf dieser Storycard oder dieser User Story? Das beschreibt das System aus der Sicht des Nutzers und was der Nutzer daran für eine Erwartung hat, was sich da ändern soll. Diese Geschichten, diese User Stories, die werden tatsächlich dann auch priorisiert vom Customer, vom Kunden, der dann sagen kann, die ist mir wichtiger als die, oder es gibt sozusagen die sind komplett wichtig, die sind etwas weniger wichtig und die sind noch relativ unwichtig im aktuellen Zustand. Das heißt, man fängt mit dem Wichtigsten an, sofern es keine Abhängigkeiten gibt zwischen diesen User Stories. Und der entscheidende Punkt ist, warum man das jetzt macht. Man hat da unter Umständen eine sehr große Menge von eben diesen User Stories, und davon wählt man eine Teilmenge aus, die man für das nächste für die nächste Iteration der Entwicklung umsetzen möchte. Das heißt, in der neuen Software sollen dann bestimmte User Stories umgesetzt sein,
Und diese User Stories habe ich deswegen jetzt mal vor der Scrum-Methode erwähnt, weil User Stories das sind, was eigentlich in fast allen agilen Software-Methoden benutzt wird, sei es Extreme Programming oder ähnliche Sachen. Überall hat man diese User Stories oder in vielen dieser agilen Methoden. Die User Story allein sagt mir jetzt aber noch nicht, wie ich entwickle, und das gucken wir uns jetzt an, wie man in Scrum mit Scrum entwickelt und was Scrum eigentlich ist. Scrum ist also eine agile Entwicklungsmethode und eben sehr weit verbreitet. Inzwischen muss man sagen, weil selbst vor 10 Jahren haben das eben ein paar Firmen eingesetzt, aber eben noch nicht in der Masse, wie das eben heute der Fall ist. Und das Interessante an Scrum ist, dass es die Grundzüge von agiler Entwicklung eigentlich gut abbildet, während es sehr extreme Ansichten und Eigenschaften eben nicht widerspiegelt. Es gibt zum Beispiel eben sehr extreme agile Entwicklungsmethoden. Eine heißt zum Beispiel auch Extreme Programming. Und Extreme Programming fordert, dass man im Paar programmiert, sage ich gleich was zu, und dass man Test-Driven Development ausführt. Beides fordert Scrum nicht. Das kann man machen, muss man nicht, aber es steckt sozusagen nicht mit drin und ist dadurch weitläufiger einsetzbar. Pair Programming, da ist die Idee, ich setze zwei Personen vor einen Rechner im Idealfall und die reißen sich die Tastatur hin und her, wenn sie irgendwas besser lösen können als der andere. Und sie arbeiten quasi zusammen und wir haben so gewissermaßen ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, der eine programmiert was und der andere kann nebenbei schon Fehler erkennen oder schon weiter darüber nachdenken, was müssen die nächsten Schritte sein. Beim Test-Driven Development hingegen ist die Idee, wir wollen irgendwas neu implementieren. Wir schreiben erst einen Test, der fehlschlägt. Wir sehen, dass er fehlschlägt. Wir probieren den aus. Dann ändern wir die Software und der Test sollte dann durchlaufen. Und dann macht man danach sozusagen, vielleicht räumt man den Code noch ein bisschen auf. Das ist Test-Driven Development. Und beides ist durchaus sinnvoll, sind sinnvolle Techniken, aber nicht in jedem Anwendungsfall. Und bei Scrum können wir eben entscheiden, ob wir die nutzen wollen oder nicht. Hier unten seht ihr jetzt schon so den grundlegenden Entwicklungsprozess und der startet mit dem Product Backlog. Was ist dieses Product Backlog? Naja, Backlog für sozusagen, das ist eben das, was wir irgendwie noch aufarbeiten müssen, was es noch an Aufgaben gibt. Das heißt, es ist einfach eine Liste von User Stories. Deswegen habe ich das vorher jetzt auch schon eingeführt. Das heißt, User Story ist das zentrale Element bei Scrum und das Backlog beschreibt eben alle noch offenen User Stories. Von diesen User Stories, die eben priorisiert werden, nämlich vom Product Owner, kommen wir gleich nochmal drauf, dass eben derjenige, der im Blick hat, dass das Produkt, was ich hier produziere, die Software, dass die an ihr Ziel kommt, das kann zum Beispiel der Kunde sein. Dann haben wir das Sprint Backlog. Das Sprint Backlog legt fest, welche dieser User Stories ich jetzt im nächsten Inkrement umsetzen möchte. Dieses Inkrement heißt Sprint, das hier steht jetzt 30 Tage, aber man sagt 30 Tage maximal. 2 bis 4 Wochen ist ein Sprint im Scrum. Das deutet quasi diese eine Pfeil an, dass man dann wieder anfangen würde mit dem nächsten Sprint. Und in diesem Sprint wollen wir eben alle User Stories umsetzen, die in dem Sprint Backlog sind. Ja, der Sprint Backlog ist sozusagen unser Plan, das wollen wir schaffen, aber unter Umständen, und das sagen diese agilen Methoden, einen Plan brauchen wir auf jeden Fall, aber dieser Plan ist kein Gesetz, was wir eins zu eins so machen müssen. Wenn wir nach 2 Wochen feststellen, wir schaffen in der dritten und letzten Woche eben nicht alles umzusetzen, dann muss man eben diesen Plan anpassen und würde eben auch das Sprint-Backlog unter Umständen nochmal überdenken oder überlegen, was ist noch realistisch zu machen in der verbleibenden Woche. Hier ist noch so ein zweiter Kreis und das sehen wir gleich nochmal etwas detaillierter aufgegriffen. Da ist die Idee, dass das Team, was jetzt zusammen entwickelt, sich tatsächlich einmal am Tag trifft. Natürlich jetzt nur an den Werktagen, keine Angst. Bei Scrum muss man jetzt nicht unbedingt am Wochenende arbeiten. Ganz im Gegenteil. Ja. Bei den agilen Methoden wollen wir eigentlich sehr darauf achten, dass es eben ausgeglichen ist, dass man eben nur eine 40-Stunden-Woche hat. Und täglich sollte man sich eigentlich kurz austauschen und da gibt es ein sogenanntes Stand-up-Meeting, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das heißt, aus jedem dieser Zyklen, dieser 30 Tage oder eben 2 bis 4 Wochen Zyklen, fällt eben so ein Inkrement raus, eben eine neue Version der Software, die im Idealfall wirklich schon produktiv eingesetzt werden kann.
Ja, und damit habe ich bei diesem inkrementellen Verfahren auch eine Möglichkeit zu sagen, ich habe hier schon ein Software-System, das soll geändert werden. Ich mache jetzt Folgendes noch da dran und dann funktioniert es und ich kann es schon einsetzen. Das ist zumindest die Idee. Nicht nach jedem Sprint kommt vielleicht was raus. Man kann dann trotzdem noch die Entscheidung treffen, ob man das einsetzen möchte jetzt schon und kann sich vielleicht auch explizit dagegen entscheiden, aber man soll die Möglichkeit haben. Gut, es gibt noch einen wichtigen Punkt dabei, nämlich wie können wir jetzt eigentlich unser Vorankommen messen? Und zwar macht man das mit einem Burn-Down-Chart. Wir sehen da auch gleich noch irgendwie eine Rolle Scrum Master, da sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Das ist eine Person, die im Prinzip diesen Scrum-Prozess überwacht und guckt, ob Scrum richtig eingesetzt wird. Und der Scrum Master, der möchte also jetzt auch gucken, ob das Team gut genug vorankommt. Das sehen wir an einem Burn-Down-Chart. Ein Burn-Down-Chart hat verschiedene Graphen, die es in einer Abbildung vereinigt, zum Beispiel die vollständigen Aufgaben. Das heißt, das sind typischerweise dann eben die User Stories und wir können da gucken, wie viele sind wann, an welchem dieser 21 Tage, also 3 Wochen, fertig geworden. Und es ist ganz klar, dass wenn ich bei den Aufgaben so 1 bis 2 Wochen pro Aufgabe brauche oder ähnliches, oder ich sozusagen einen Tag brauche, um das zu entwickeln, und dann haben wir über Code-Reviews gesprochen, der zweite Tag geht fürs Code-Review drauf, dann muss ich nochmal was ändern. Da sehen wir quasi, dass wir nicht unbedingt am ersten oder zweiten Tag erwarten können, dass wir da schon groß was fertig haben. Und wir sehen sozusagen, dass es sich so ein bisschen nach rechts schiebt, das heißt, in der zweiten Hälfte des Sprints wird sozusagen das meiste abgeschlossen. Wir sehen auch die Anzahl der noch verfügbaren Aufgaben, Remaining Tasks. Und das ist durchaus so, dass die muss halt so verlaufen, dass die halt irgendwie erstmal ein bisschen höher bleibt und dass wir uns dann aber eben dieser Null irgendwann mehr oder weniger linear annähern, damit nicht alles am letzten Tag fertig wird. Gut, das dazu. Und jetzt gibt es noch 2 andere Kurven, nämlich den idealen Burndown und dann den Remaining Effort. Das heißt, die grüne Linie gibt uns an, wenn wir so viel geschafft haben, dann kommen wir am Ende wirklich bei unserem Ziel an und haben quasi alles erreicht. Die blaue Kurve zeigt das Tatsächliche an. Und das Ganze funktioniert über Schätzungen. Das heißt, bei jeder User Story sagt man einerseits, wie lange wird man daran brauchen, wie viele Stunden. Und andererseits gibt man an, wie viele Stunden hat man schon investiert und wie viel Prozent hat man eben davon geschafft. Wenn man das aufsummiert über alle User Stories, kommt man eben zu dieser Kurve pro Tag, wo man sehen kann, oh, wir sind hier in den ersten Tagen, haben wir irgendwie noch ein paar Schwierigkeiten gefunden oder die ersten Tage liefen ganz gut, bis irgendwie zum Tag 4 oder 5, wo wir gesehen haben, okay, manche Sachen brauchen irgendwie mehr Aufwand. Ja? Man würde eben täglich sich auch in Form von diesem gemeinsamen Meeting darüber unterhalten und das aktualisieren und sagen, dafür brauche ich länger. Und andererseits, wenn manche Sachen länger brauchen, muss man eben andere Sachen da entweder Zeit wegnehmen oder eben sagen, man löst dann weniger. Und so kann zum Beispiel von Tag 10 zu Tag 11 es passiert sein, dass man sich entschieden hat, dass man eine User Story nicht umsetzt, damit man wieder in den Zeitplan kommt. Und da sehen wir auch wieder, den Plan braucht es erstmal und allein schon, um das Vorankommen quasi messbar machen zu können. Allerdings ist dieser Plan nicht in Stein gemeißelt und auch das Sprint-Backlog muss gegebenenfalls angepasst werden. Ich habe auch hier nochmal ein paar Texte für euch, die so ein bisschen aufschlüsseln, was jetzt wichtig ist. Es gibt also ein Entwicklungsteam und da gibt es verschiedene Literatur, die unterschiedliche Sachen sagt. Hier steht jetzt nicht mehr als 7 Personen. Es gibt auch eine Anzahl von, oder was man so häufig antrifft, ist irgendwie 5 plus minus 2. Natürlich macht jetzt irgendwie eine Person, ist irgendwie kein Team. Das heißt, man hat irgendwie schon mehrere, die irgendwie zusammenarbeiten sollen. Die sollen sich auch austauschen, ihr Wissen austauschen. Dann gibt es den Product Owner. Das heißt, das ist eine Person, der man die Verantwortung gibt über das Product Backlog. Und die muss ständig im Blick haben, was gibt es noch für offene User Stories? Brauchen wir vielleicht irgendwie, ergeben sich noch welche? Das heißt, das wären die neuen Anforderungen, die wird man auch mit reinbringen in das Product Backlog und ständig wieder neu priorisieren, weil bestimmte neue Anforderungen vielleicht wichtiger sind als andere und andere in der Priorität nach unten fallen. Dann gibt es den Scrum Master. Das ist eine
Person, die herausgepickt wird, die kann auch einfach in dem Entwicklungsteam mitarbeiten ansonsten, aber die hat diese spezielle Aufgabe zusätzlich zu gucken, dass dieser Scrum-Prozess gut eingehalten wird. Das heißt, es muss eine Person sein, die Scrum sehr gut kennt und da möglichst auch schon Erfahrung drin hat und diesen Prozess überwachen kann und gucken kann, ist das Team effektiv, müssen wir vielleicht irgendwas anpassen am Prozess, wie die jetzt miteinander entwickeln und dafür sozusagen auch so eine leitende Funktion hat. Es ist manchmal einfach der Projektleiter, aber es muss nicht zwingend der Projektleiter sein. Gut, wir haben schon besprochen, es steht hier noch mal etwas ausführlicher, dass eben diese Software, jedes Inkrement potenziell auslieferbar sein muss. Das Product Backlog ist eben unsere Liste, unsere Eigenschaften. Das sind jetzt eine Reihe von Begriffen. Das Daily Scrum ist ein tägliches Meeting. Und da gibt es auch den Begriff Stand-Up-Meeting. Das heißt, die stellen sich alle zusammen in einen Kreis und man steht deswegen, damit dieses Meeting einfach schnell geht. Weil wenn es täglich stattfindet, will man dafür vielleicht nur vielleicht 15 Minuten veranschlagen, weil wenn die sich schon 2 Stunden treffen täglich, dann kommen sie nicht mehr zum Entwickeln und dann macht auch ein tägliches Treffen wieder weniger Sinn. Deswegen eben häufig als Stand-Up-Meeting. Genau, da guckt man, was sind Schwierigkeiten, da will man eigentlich nur, wo muss man sich zentral austauschen, wer muss sich vielleicht an dem Tag mit wem irgendwie mal treffen, unterhalten, wer braucht von wem anders Hilfe und das muss ein täglicher, kurzer Austausch sein. Die Sprints sind 2 bis 4 Wochen und Velocity ist sozusagen, wie gut ist das Team, wie viele User Stories schafft das Team so typischerweise, wie gut kann es vielleicht auch einschätzen, wie schnell es bei den Sachen ist, haben wir sozusagen immer einen Überhang, immer Sachen, die wir nicht schaffen. Gut, jetzt eine Diskussion dazu noch, auch zu Scrum. Auch dieses Vorgehensmodell hat Vor- und Nachteile und ist in bestimmten Situationen gut einsetzbar und in anderen wieder nicht. Ja, das ist nicht, es gibt nicht dieses eine Entwicklungsmodell, was man überall sinnvoll einwendet. Wir haben ein paar Vorteile. Sowohl die Entwickler, aber auch Manager, eigentlich alle Beteiligten sind meist sehr zufrieden damit, was für handhabliche Teile diese User Stories sind, dass man gut mit unstabilen Anforderungen umgehen kann. Dann kommt halt einfach eine User Story dazu. Wir haben eine gute Kommunikation im Team, die treffen sich täglich, die haben einen ständigen Austausch, die sehen auch, wie weit sind die anderen, kommen die voran, wie viele User Stories löst wer, da gibt es viel Transparenz. Und die sorgt auch für sozusagen gutes Miteinander im Team. Der Kunde kann immer wieder sehen, wie es vorangeht mit eben mit den neuen Versionen des Sprints. Und es gibt ein sehr gutes Verhältnis zwischen Kunden und Entwickler. Ein Vertrauensverhältnis entsteht da, eben dadurch, dass der Kunde sehr, sehr, sehr gut eingebunden wird in den Prozess. Es gibt auch Nachteile. Nicht gerade wenig, es ist unklar, was macht man jetzt, wenn ich mehr Personen habe. Ich merke, ich komme nicht gut genug voran, ich brauche jetzt 10 Personen, das sind aber zu viele für Scrum laut den Regeln, wie gehe ich jetzt damit um? Da gibt es auch wieder Vorgehensmodelle, die versuchen dann Scrum mit anderen Techniken irgendwie zu verheiraten, um dann eben größere Entwicklungsmodelle zu unterstützen. Man kann es auch sagen, ich habe sowas wie das Wasserfallmodell oder das V-Modell irgendwie auf einer ganz allgemeinen Ebene, aber das sagt eben noch nichts darüber, wie Komponenten entwickelt werden. Einzelkomponente wird dann mit Scrum entwickelt. Ja, wir haben das Problem, wir müssen irgendwie Verträge jetzt anders schließen. Wir können den Vertrag nicht mehr reinschreiben, das und das sind die Anforderungen, sondern wir müssen einen Vertrag schließen und sagen, wir zahlen für einen Monat Entwicklung so und so viel Geld und wir haben eine Vorstellung, was in dem Sprint rauskommen kann, aber wenn das nicht zu erreichen war, dann war es eben nicht zu erreichen. Und das ist eben diese Vertrauensbasis, die eben wichtiger ist als vielleicht jetzt die Verträge. Wann immer wir Dokumentation oder Testen haben und wir brauchen sozusagen mehr als das, was einfach bei der Entwicklung sowieso passieren muss oder testgetriebene Entwicklung sowieso passiert, dann muss man dafür extra Storycards anlegen. Das heißt, es passiert natürlich leichter, dass man irgendwie was vergisst von diesen Phasen und explizit muss man das eben mit einplanen und das würde das Team eben sozusagen Dokumentations- und Testaufgaben selbst mit übernehmen. Man braucht kontinuierlich
Input von dem Kunden. Das ist tatsächlich für viele Kunden irgendwie auch was Neues, wenn die das erste Mal mit Scrum in Verbindung kommen. Ja, die Vorstellung ist von vielen auch so nach dem Wasserfallmodell, ja, ich schmeiße da oben meine Anforderungen rein und nach 2 Jahren kommt genau das raus, was ich brauche. Das ist in der Praxis nicht so und man braucht sozusagen ständig wieder Feedback vom Kunden, ob das das ist, was man nutzen möchte. Und dafür sind natürlich auch diese regelmäßigen Releases sinnvoll, um diesen Input vom Kunden auch zu bekommen. Gut, und es gibt eine ganze Reihe von Wissen, was so, ja, so irgendwie in den Köpfen drin ist, aber nicht explizit. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich irgendwie in der Maintenance-Phase bin, wo es das Team vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja, das wurde auseinandergerissen, die wurden nach Expertise auf neue Projekte aufgeteilt und jetzt gibt es nochmal irgendwas, was jetzt gerade nicht funktioniert, das muss ich irgendwie anpassen. Und da ist die Frage, wie geht man damit um? Gerade bei Systemen, die irgendwie sehr langlebig sind. Ja, in der Bankenindustrie gibt es da ganz viele Systeme, die irgendwie seit 30, 40 Jahren laufen. Und da ist so ein agiles Vorgehen natürlich schwierig, wenn es da wenig Dokumentation gibt. Ja, da braucht man viel mehr Dokumentation, um nachher Sachen irgendwie sozusagen noch nachträglich zu machen. Es gibt auch andere Fälle, wo man Dokumentation sehr explizit braucht. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche externen Freigabeprozesse gibt. Ja, ich kann nicht einfach ein Auto produzieren und lasse es auf die Straßen fahren. Dafür muss das freigegeben sein. Das haben wir ja in den letzten Jahren erlebt, zum Beispiel mit den E-Scootern, die halt sozusagen erstmal ihre Freigabe brauchten und klar sein musste, wie die sich in die Straßenverkehrsordnung einfügen. Es gibt eigentlich auch sowas wie Outsourcing. Ja? Ich möchte vielleicht einen Teil irgendwie jemand anders entwickeln lassen, eine andere Firma, und dann braucht man dafür auch eher wieder Dokumentation und die muss man eben explizit erzeugen und mit aufnehmen in den Prozess. Was haben wir in dem letzten Teil uns angesehen? Agile Entwicklung. Warum brauchen wir eigentlich agile Entwicklung? Wir haben uns das Agile Manifest angeguckt mit seinen 4 Werten und 12 Prinzipien. Wir haben uns das Thema User Stories angesehen als eine der Kerntechniken, die gemeinsam ist für alle agilen Verfahren. Und wir haben uns Scrum angesehen als die am weit verbreitetsten Technik der agilen Methoden mit seinen verschiedenen Rollen, mit seinen verschiedenen Begrifflichkeiten. Und auch da haben wir gesehen, dass Scrum Vorteile hat für sicherlich die meisten Entwicklungsfälle, aber eben nicht für alle. Und dass wir weiterhin verschiedene Entwicklungsmodelle brauchen, eben auch noch das V-Modell zum Beispiel. Das Ganze nachzulesen in Ian Somervilles Buch, das ist sehr ausführlich und gut gelungen, wie eben die agile Softwareentwicklung funktioniert und insbesondere Scrum. Auch hier nochmal eine ähnliche Aufgabe wie im ersten Teil. Was war das Wichtigste, was ihr mitgenommen habt aus diesen knapp 40 Minuten? Formuliert dazu eine Frage, postet die im Moodle und beantwortet selber Fragen von anderen. Das kann wirklich eine kurze Frage und eine Antwort in einem Satz oder in 2 Sätzen sein. Das kann auch sein, auf Folie sowieso findet man das in der linken oberen Ecke. Wichtig ist, dass ihr sozusagen nochmal so ein bisschen reflektiert, was habt ihr jetzt gelernt? Und ihr könnt natürlich mit diesen Fragen dann auch ganz gut herausfinden, wie weit seid ihr eigentlich jetzt? Habt ihr jetzt schon gut alles mitgenommen, was so die wichtigsten Punkte waren oder was andere Kommilitonen für wichtig hielten? Gut, dann Dankeschön für euer Zugucken und in der nächsten Vorlesung wird es dann um Projektmanagement gehen. Das heißt, das wird auch die letzte Vorlesung in diesem Semester. Da geht es ein bisschen darum, wie kann ein Projektmanager jetzt agieren? Dann bis zum nächsten Mal. Thank you.